Offenbarung 19, Abvers 11 zu dem Thema das Werk der Weltvollendung in der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, der hieß treu und wahrhaftig und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupte sind viele Kronen. Und er hat einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn er selbst. Und er war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Heiden schlüge. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kälte des Weins des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte also. Ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. Soweit, ihr Lieben, zuvor die Schriftlesung. Ihr lieben Geschwister, wir wenden uns heute Morgen in unserer Abschlussversammlung einem Thema zu, das in der Bibel fast 2000 Mal bezeugt ist. Unser Heiland Jesus Christus kommt wieder. Wir lesen im Alten Testament 1517 Mal von diesem gewaltigen Ereignis, dass unser Herr kommt. Und wir lesen im Neuen Testament 321 Mal, dass er selbst, unser Heiland, oder die Jünger gesagt haben, dass er wiederkommen wird, um das angefangene Werk in uns zu vollenden. Und wenn wir nun zum Abschluss unserer Bibelwoche kommen, dann tun wir natürlich gut, einen Blick zu werfen in dieses gewaltige Geschehen der Weltvollendung. Wenn wir in die Weltgeschichte hineinschauen, dann müssen wir sagen, dass zum Teil der Vorwurf der Gottesleugner zu Recht besteht, dass sie sagen, es wäre alles beim Alten geblieben, seitdem unser Heiland auf der Erde gewesen ist. Die Juden werfen den Christen vor, euer Jesus ist nicht in der Lage gewesen, als Messias Frieden auf diese Erde zu schaffen. Im Gegenteil, gerade unter den christlichen Völkern hat es Jahrhunderte furchtbar viel Kriege gegeben. Wir können nicht an so einen Messias und Heiland glauben, wie ihr als Christen glaubt. Das Blutvergießen hat kein Ende genommen auf dieser Erde. Seit 2000 Jahren hat sich auf dieser Erde nichts geändert. Ein Auf und Ab der Weltgeschichte, der Völker, die kommen und vergehen, die sich bekriegen und einander den Untergang bereiten, das ist in einer Wechselfolge abgelaufen, wie seit Jahrtausenden. Wir können nicht glauben, dass Jesus Christus wirklich der Messias, der Friedenskönig ist. Es ist ein Hohn und ein Spott, wenn die Weihnachtsglocken erklingen, Friede auf Erden. Und es ist doch kein Friede auf Erden, um allerwenigstens Frieden bei denen, die sich Christen nennen. Ja, ihr Lieben, das ist ein harter Vorwurf von Menschen, die nicht im Glauben an den Herrn Jesus stehen und die nicht begriffen haben, welch großes Heil unser Heiland auf Golgatha vollbracht hat. Wenn das messianische Friedensreich sofort angebrochen wäre, als unser Herr auf der Erde war, dann würde sich genau das erfüllen, was hier am Anfang unseres Textwortes steht, Offenbarung 19, Vers 11, errichtet und streitet mit Gerechtigkeit. Und weil wir Menschen alle Ungerechte sind, dann wäre sein Kommen für uns ein schreckliches Gericht gewesen, weil er der heilige, allmächtige Gott ist, der keine Sünde dulden kann. Weil wir aber alle Sünder sind, so steht es besonders in Römer 5, sind wir Gottesfeinde. Und als Gottesfeinde werden wir gerichtet, vernichtet und verdammt in alle Ewigkeit. Wir sehen also, dass der Herr sein Reich überhaupt nicht aufrichten kann. Denn wenn der Herr sein Reich aufrichtet, muss alles hinweggetan werden. Muss alles zuvor gerichtet und vernichtet werden, was der Heiligkeit und was der Gerechtigkeit Gottes entgegensteht. Und somit liest nun der Herr die letzten 2000 Jahre die Völkergeschichte so, dass sich äußerlich nichts geändert hat, aber innerlich
ist das Evangelium den Menschen verkündigt. Und seit 2000 Jahren wird uns die Gnadenbotschaft verkündigt, dass der Herr Jesus Christus uns sein Blut und seine Gerechtigkeit schenkt, damit wir vor Gott bestehen können. Und wenn er, der Jesus Christus, wiederkommt, dass wir als glaubende Gemeinde zu ihm entrückt werden. Und durch die Entrückung und durch das Erlösungswerk und durch sein heiliges Blut, das er auf Golgatha vergossen hat, und durch das weiße Kleid der Gerechtigkeit, was er uns geschenkt hat, dass wir darin vor Gott in der Herrlichkeit bestehen können. Sören Kierkegaard hat gesagt, dass das Entsetzliche am jüngsten Tage nicht sein wird, dass die Menschen sehen werden, es gibt doch einen Gott. Das Entsetzliche wird sein, dass sie mit ihren Sünden auferstehen werden. Und dass sie mit ihren Sünden vor dem heiligen Gott erscheinen müssen. Und dass sie mit ihren Sünden in alle Ewigkeit gebunden an diese Sünde keine Lösung haben. Und überhaupt nicht in der Lage sind, vor Gott zu bestehen und in den Himmel zu kommen. Wie sich zwei entgegengesetzte Pole abstoßen, so stößt die Sünde, so stößt die Heiligkeit, die Sünde des Menschen ab. Der Mensch kann gar nicht in den Himmel, auch wenn er singt, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Und seht ihr, lieben Geschwister, dass wir 2000 Jahre lang Gnadenzeit haben. Und dass in all den Völkerkriegen und Völkermorden und in all dem Auf und Ab der Völkergeschichte das Evangelium verkündigt wurde. Ihr Lieben, das ist die ganz besondere Gnade, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass uns die Sünden vergeben werden, dass wir Kinder Gottes werden und dass wir nur als solche die Vergebung der Sünden haben und Kinder Gottes sind, vor Gott bestehen können. Denn wenn unser Jesus Christus wiederkommt, bedeutet das für diese Welt Gericht. Da steht eindeutig in Römer 1, Vers 18, der Zorn Gottes steht über der Gottlosigkeit der Menschen. Und der Zorn Gottes ist zurückgehalten, weil wir 2000 Jahre lang Gnade haben, Gnadenzeit, keinen Zorn Gottes. Wenn aber unser Herr wiederkommt zur Weltvollendung, ja, ihr Lieben, dann bedeutet doch Weltvollendung Gericht. Gericht über alle Gottlosigkeit, über alle Sünde der Menschen. Und wir lesen hier in unserem Textwort, dass derselbe Heiland, der da heißt treu und wahrhaftig, der da heißt das Wort Gottes, der ein König aller Könige und ein Herr aller Herren ist, dass derselbe Heiland, der am Kreuz von Golgatha sein Herzblut vergossen hat, dass dieser selbe Heiland wiederkommt und dass er nicht mehr der Heiland ist, sondern der Richter. Deswegen heißt es hier in Vers 11, er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Er kommt wieder auf einem weißen Pferd. Weiß ist immer die Umschreibung, die Andeutung der Herrlichkeit, der Sündlosigkeit des allmächtigen Gottes. Er kommt wieder mit dem hehren Himmel, lesen wir in Vers 14. Und das hier im Himmel hat weiße und reine Leinwand an. Und wir lesen zuvor in Vers 8 und 9, die weiße und reine Leinwand, das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Der Herr kommt also mit seinen Heiligen wieder. Mit seiner bluterkauften Gemeinde, die auf Erden an ihn geglaubt haben, die werden an seiner Herrschaft teilnehmen. Wenn er also kommt zur Weltvollendung, ihr Lieben, dann ist seine Wiederkunft ein schreckliches Gericht über alle Gottlosigkeit der Menschen. Dann wird er die Ungläubigen richten, dann wird er, wie es in Kapitel 20 heißt, den Satan für 1000 Jahre binden, dann findet das jüngste Gericht statt. Und dann schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo es keine Gottlosen und keine Sünder und keine Sünde und kein Tod und kein Schmerz mehr gibt. Nun, ihr Lieben, gibt es viele Kinder Gottes, die haben Schwierigkeiten mit der Wiederkunft Jesu. Unser Thema lautet ja so, die Wiederkunft Jesu zur Weltvollendung. Und da gibt es diese großen Fragen, wird der Herr seine Gemeinde vor der großen Trübsal entrücken, in der großen Trübsal, nach der großen Trübsal? Wenn unser Heiland Jesus Christus wiederkommt, in der Bibel haben wir so viele einzelne Hinweise, Thessalonicher Briefe, Matthäus Evangelium, Lukas Evangelium, Johannes, die ganze Offenbarung, viele Menschen wagen gar nicht die Offenbarung anzurühren, weil sie ein Buch mit 7 Siegeln wäre. Und man tut sich schwer, wenn man so in den Raum der Gemeinde Jesu hineinlauscht, wenn es um diese letzten endzeitlichen Dinge geht. Ihr lieben Geschwister, darf ich heute Morgen euch eine kleine Faustregel sagen über das Kommen unseres Herrn. Darf ich so sagen, dass das, was wir als Kinder Gottes so kompliziert sehen, dass das in Wirklichkeit sehr einfach ist.
Unser Heiland Jesus Christus ist eine göttliche Person, die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vater ist die erste Person der göttlichen Dreieinigkeit, der Jesus die zweite und der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist führt uns zum Herrn Jesus, der Jesus führt uns zum Vater, das ist der Weg. Wenn nun der Herr Jesus als dieser herrliche, auferstandene, wiederkommende Herr erscheinen wird, ist er in seiner göttlichen Person eine Persönlichkeit, die wiederkommt. Seine Wiederkunft ist ein Ereignis. Aber jetzt kommt das große Aber, ihr Lieben. Seine Wiederkunft vollzieht sich auf verschiedene Menschen verschieden. Wenn er für die Weltvölker kommt, das lesen wir ja besonders hier ab Vers 11, dann kommt er als Richter. Wenn er für das Volk Israel kommt, dann kommt er als König und Erlöser. Wenn er für seine bluterkaufte neutestamentliche Gemeinde kommt, dann kommt er als Bräutigam seiner Brautgemeinde und als Haupt seines Leibes. Um das zu verdeutlichen, ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich in dieser Woche bei euch gewesen bin, dann dürft ihr euch Gottes Wort sagen. Ich bin in eurer Mitte der Evangelist, der Prediger, der Bruder im Herrn gewesen. Ist das richtig? Ja, das ist vollkommen richtig. Das bin ich. Aber wenn ich nach Hause komme, dann freut sich meine Familie. Dann bin ich für einen einzigen Menschen auf dieser Erde der Ehemann. Dann bin ich für meine Kinder der Vater und für meine Mutter der Sohn und für meine Nachbarn der Nachbarn und für meine Freunde der Freund. Ist denn so etwas möglich, dass ein Mensch so viel auf einmal sein kann? Ja, ist möglich. Warum? Kommt darauf an, in welch einer Beziehung der Mensch zu einem anderen Menschen steht. Im Raum der glaubenden Gemeinde sind wir Brüder und Schwestern. Als Eheleute sind wir Mann und Frau. Im Verhältnis zu den Kindern sind wir Vater und Mutter oder umgekehrt, wir sind Kinder zu den Eltern. Wir sind also eine einzige Person, aber im Verhältnis, in der Relation zu verschiedenen Menschen ist unser Verhältnis verschieden. Einmalig. Man ist einmalig Ehemann, man ist einmalig Vater, man ist einmalig Mutter, man ist einmalig Kind, man ist einmalig Nachbar. Das ist alles einmalig. Und ihr Lieben, wenn das bei uns auf Erden so ist, seht einmal, wie leicht ist das bei der Wiederkunft Jesu. Wenn unser Heiland kommt, ist er diese einmalige herrliche Person, unser Heiland, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist, der gerufen hat, es ist vollbracht. Wenn der wiederkommt für uns als Kinder Gottes, ist er natürlich der Bräutigam unserer Seele, ist er das Haupt seiner Leibesgemeinde. Das ist unser Heiland, der kommt, den wir als Gemeinde das erste Mal sehen dürfen. Ja, aber das ist er doch nicht für das Volk Israel. Das Volk Israel wartet doch seit 4000 Jahren auf den König und Messias. Für das Volk Israel ist er doch der lang erwartete König, in den sie sehen werden, den sie zerstochen haben, von dem sie rufen werden, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und er wird dann in Jerusalem mit seinem Volke, unter seinem Volke Israel, sein Königreich aufrichten. Und Offenbarung 20, Vers 1 bis 6 bis 7 sagt es uns sechsmal hintereinander, er wird mit den Seinen regieren auf dieser Erde 1000 Jahre. Wenn er für Israel kommt, erfüllt sich für das Volk Israel die Verheißung, die Gott diesem Volk gegeben hat, das Himmelreich auf dieser Erde. Israel ist das Himmelreich auf dieser Erde verheißen. Uns als Gemeinde Jesu ist das Himmelreich in der himmlischen Welt verheißen. Wir haben himmlische Verheißungen. Als Gemeinde Jesu haben wir keine irdischen Verheißungen. Als Brautgemeinde Jesu ist uns der Himmel verheißen. Israel wird natürlich auch später in den Himmel kommen, aber ihnen ist das Reich auf dieser Erde verheißen. Tja, und wenn er für die Völker kommt, ihr Lieben, dann kommt er als Richter. Denn die Völker, der größte Teil jedenfalls von ihnen, hat ja Gnadenzeit gehabt, 2000 Jahre. Sie haben ja das Evangelium so lange gehabt und auch selbst die Völker, die nicht das Evangelium hatten, die hatten die Uroffenbarung Gottes, erstens in der Schöpfung und zweitens im Gewissen.
Das sagt Paulus in Römer 1 und 2. Dass jeder Heide und jeder Hottentott und jeder Menschenfresser im Urwald, er hat das Gewissen und er hat die Schöpfung Gottes. Es gibt keine Entschuldigung vor Gott. Und Gott wird die Menschen nach der Offenbarung richten, die er ihnen gegeben hat. Die christlichen Völker haben natürlich die Bibel. Die christlichen Völker haben die Verkündigung des Evangeliums, das Kreuz von Golgatha. Die christlichen Völker werden mehr gerichtet als die armen Heiden da draußen, wo die Sonne so heiß scheint. Also ihr Lieben, darf ich noch einmal wiederholen, wie ein Mensch zu verschiedenen Menschen in einem verschiedenen Bezug steht und trotzdem ein Mensch ist und gleichzeitig mit allen Menschen zusammenleben kann. So kommt der Jesus Christus wieder, so ist seine Wiederkunft ein Ereignis. Er ist eine Person, der kommt und trotzdem zu verschiedenen Menschen ganz verschieden. Für die Gemeinde ist er der Bräutigam und das Haupt. Für Israel ist er König und Erlöser. Für die Weltvölker ist er der Richter, der die Welt im Gericht vollenden wird. Ihr Lieben, wenn wir nun in dieser Dreiteilrichtung die Wiederkunft Jesu durchnehmen, wenn wir das, wie es einmal heißt in der Bibel, Teile recht das Wort der Wahrheit, wenn wir das Wort der Wahrheit so recht aufteilen, dann spüren wir natürlich, jetzt klären sich manche für uns so Ungereimtheiten über das Kommen unseres Herrn. Beginnen wir nun bei der Gemeinde des Herrn Jesu. Die Gemeinde erscheint ja hier in der Offenbarung nicht mehr. Warum nicht? Das heißt, sie erscheint in Vers 14 in der weißen reinen Leinwand, dass sie bereits mit ihrem Herrn und Bräutigam und Haupt im Himmel wiederkommen. Also muss die Gemeinde irgendwann zuvor entrückt worden sein. Das würde also bedeuten, wenn die Propheten im Alten Testament sprechen von dem großen Tag des Herrn, das kommt ja sehr oft im Alten Bund vor, besonders in den kleinen Propheten, dann wird dieser große Tag eingeleitet, Paulus sagt, durch den Tag Christi. Und der Tag Christi ist, wenn der Herr seine Gemeinde von dieser Erde entrückt. Das steht im 1. Thessalonicher Brief ganz besonders. Das haben wir 2. Korinther 5. Wir hatten gestern Abend Lukas 17, Matthäus 25. Wir haben verschiedene Bibelstellen, 1. Korinther 15, die uns deutlich von der Entrückung der Gemeinde Jesu reden. Die Entrückung kommt in dem Sinne nur einmal im Neuen Testament vor, entrückt werden, obwohl das Grundwort im Griechischen 15 Mal in irgendeiner anderen Variation im Neuen Testament steht. Der Herr kommt also in den Wolken des Himmels, die Gemeinde wird entrückt in die Wolken des Himmels, so steht es 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Und nachdem der Herr seine Gemeinde in der Luft, im Lufthimmel getroffen hat, im ehemaligen Führerhauptquartier des Teufels, der aus dem Lufthimmel auf die Erde gestürzt ist, wenn der Herr seine Gemeinde dort trifft, dann führt er seine Gemeinde erst in der himmlischen Welt, weil wir himmlische Weisungen haben, vor den Preisrichterthron Christi, wo wir belohnt werden, wo wir gekrönt werden oder nicht gekrönt werden oder selig werden wie durchs Feuer. Und dann ist die Hochzeit des Lammes, die uns hier in Offenbarung 19, Vers 1 bis 10 so ausführlich beschrieben wird. Und dann kommt der Herr mit seiner vollendeten, dann im sündlosen Zustand sich befindenden Gemeinde wieder. Seht, wenn wir jetzt diese eine Linie mit der Gemeinde durchgezogen haben, müssen wir fragen, ja, was ist denn dann mit Israel und den Weltvölkern? Ja, nun ganz einfach hier, Lieben. Israel wird durch die schreckliche antichristliche Zeit auf dieser Erde zubereitet, nach dem Messias zu schreien. Und die Bibel belehrt uns, dass nur der Überrest Israels selig wird. Die Menschen, die dann leben, wenn der Herr wiederkommen wird, dann wird er Israel nicht treffen in der Luft wie die Gemeinde Jesu, sondern seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Und Israel wird ihn sehen auf dem Ölberg und sie werden sich zu ihm bekehren, die Israeliten, die dann leben. Das ist also wieder eine ganz andere Handlung. Es ist derselbe Herr. Aber mit Israel handelt er ganz anders als wie mit der Gemeinde. Und wenn wir nun hier lesen, Offenbarung 19, 11, ich sah den Himmel aufgetan. Ja, dann kommt er für alle Menschen, für alle Völker. Sie werden ihn alle sehen, auch die, die ihn zerstochen haben. Sie werden schreien, ihr Berge fallen über uns, ihr Hügel bedecken uns. Wir sehen also, es ist derselbe Herr, der kommt. Und was wir so schön hintereinander alles miteinander besprechen müssen, was auch die Offenbarung hintereinander aufgeschrieben hat, das geschieht in Wirklichkeit in einem gewaltigen Ereignis, der Herr kommt. Aber sein Kommen
umfasst verschiedene Ereignisse. Wo das erste Ereignis natürlich sein wird, das Gericht fängt an am Hause Gottes. Das Hause Gott ist die Gemeinde. Erst wird der Herr die Gemeinde wegnehmen von dieser Erde. Und es ist jetzt müßig zu spekulieren, wann wird das sein? Natürlich nicht nach der großen Trübsal, ihr Lieben. Wenn die Zorneschalen in Offenbarung 16 ausgegossen werden, wo der Zorn Gottes über die ganze Welt kommt, dass die Engel Gottes rufen, weh, 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 weh denen, die auf Erden wohnen, dann kann die Gemeinde nicht mehr hier sein. Ich weiß auch nicht, wann der Herr die Gemeinde entrücken wird. Es steht geschrieben, ihr wisset weder Zeit noch Stunde. Aber wenn geschrieben steht, dass er uns bewahrt vor dem zukünftigen Zorn und die Zorneschalen werden in Offenbarung 16 ausgegossen, dann ist die Gemeinde Jesu in einem großen Geheimnis von dieser Erde weg. Und die Gemeinde kommt dann, wie wir es hier lesen, in weißer, reiner Leinwand, Offenbarung 19, Vers 14, mit dem Herrn wieder. Denn wenn der Herr seine Gemeinde bis zum letzten Augenblick in der antichristlichen Zeit auf dieser Erde lassen würde, wir haben es ja diese Woche schon gehört, dann würden alle Gläubigen getötet. Und wenn der Herr käme, könnte er keine Gemeinde mehr entrücken, ihr Lieben. In der antichristlichen Zeit ist es unmöglich, sich irgendwie zu verbergen. Wer den Antichristen nicht anbetet, der wird getötet. Und wir haben dann so verschiedene Bibelstellen, also Offenbarung 12, Matthäus 24, die wir auf die Gemeinde beziehen. Ihr lieben Geschwister, das können wir gar nicht. Wir müssen die Bibel durch die Bibel auslegen. Und wenn in Offenbarung 12 geschrieben steht, vom ersten Vers an, dort ist ein Weib mit der Sonne bekleidet, Mond unter den Füßen und hat 12 Sterne als Krone auf ihrem Haupt. Und wenn wir jetzt die Bibel durch die Bibel auslegen, fragen wir, wo kommen diese 12 Sterne und Sonne und Mond vor? Wo? In 1. Mose 37 bei Josef. Josef sagt seinen Brüdern und seinem Vater, mir hat geträumt, die Sonne beugt sich vor mir, der Mond beugt sich vor mir und 11 Sterne beugen sich vor mir. Und erkennt der Vater Jakob, dass das ganze Volk Israel sich vor dem Josef beugt. Die 11 Brüder, die 11 Sterne. Aber das ist ja nicht Josef in Wirklichkeit. Das ist ja der Herr Jesus, vor dem sich einst Israel beugen wird. Nicht nur 11 Brüder, sondern 12. Alle 12 Stämme Israels. Alle 12 Sterne. Die Sonne und der Mond. Wenn wir die Bibel durch die Bibel auflegen, ihr Lieben, gehen wir nie fehl. Sonne, Mond und Sterne kommen vor bei Josef, dort beugen sie sich vor ihm. Damit ist Israel gemeint, die Nachkommen des Jakob. Und wenn Offenbarung 12 dann von Sonne, Mond und 12 Sterne berichtet, ja, dann ist Israel damit gemeint. Der Herr bringt Israel durch die Trübsalzeit durch. Aber die Gemeinde Jesu hat auch eine ganz andere, eine himmlische Verheißung. Natürlich, je weiter wir in die Endzeit hineinkommen, und wir brauchen ja nur nach Russland auszuwandern, ihr Lieben, da haben wir Trübsal. Die Gemeinde Jesu hat auf dieser Erde immer Trübsal gehabt. Die letzten 40 Jahre haben wir keine Trübsal. In der Hitlerzeit sind genug Gläubige umgekommen. Erschossen, ermordet worden, aufgehängt. Es gibt genug christliche, auch evangelische Märtyrer. Das wissen wir. Die Gemeinde Jesu hat seit 2000 Jahren Trübsal. Sie wird auch in der Endzeit Trübsal haben. Aber die große Trübsal ist doch für das Volk Israel in einer ganz besonderen Weise bestimmt. Ihr Lieben, was ich jetzt kurz sage, das müsste ich jetzt in eine ganze Bibelwoche, müssen wir mal 10 oder 12 oder 15 Bibelstunden halten über die Wiederkunft unseres Herrn Jesu. Ich sage es jetzt nur im Vergleich. Wenn der Herr für seine Gemeinde kommt, der Bräutigam unserer Seele. Wenn er für Israel kommt, der König. Wenn er für die Weltvölker kommt, der Richter. Nun schaut, wenn unser Thema lautet, er kommt, um das angefangene Heil, um die Welt zu vollenden, spricht natürlich hier Offenbarung 19 ab Vers 11, ganz besonders vom Gericht in seiner Wiederkunft. In Wirklichkeit fängt das Gericht in der Offenbarung aber schon Kapitel 6 an. Das ist das Interessante, dass es heißt, das Lamm spricht oder das Lamm bricht das erste Siegel und eines der vier Lebewesen sagt mit Donnerstimme, komm. Dann kommt das weiße Pferd, dann kommt das rote Pferd, dann kommt das schwarze Pferd, dann kommt das fahle Pferd. Dann kommen aus diesen 7 gebrochenen Siegeln, kommen dann 7 Gerichte. Aus dem letzten Siegel kommen 7 Posaunen, aus der letzten Posaune kommen 7 Schalengerichte. Furchtbare Gerichte Gottes. Und nun schaut einmal, ihr Lieben, der Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung liegt nicht mal in der Offenbarung.
sondern ich muss es euch ehrlich sagen, ich habe es auf der Hochschule meiner Israelreisen erlebt. Er liegt in Nazareth. Wenn ich mit euch aufschlagen darf, das vierte Kapitel des Lukas-Evangelium, da habe ich auf meinen Israel-Studienreisen für mich ganz persönlich, aber alle Schriftausleger vor und mitten und nach der Trübsalentrückung und dies und das, das habe ich alles weggelassen. Da habe ich in Lukas 4 beim Lesen in der Synagoge in Nazareth, da wo die alte Synagoge stand, wo unser Heiland gewesen ist, in Lukas 4, Vers 14 gelesen, er kam wieder in des Geistes Kraft nach Galiläa. Vers 16, er kam nach Nazareth, er stand am Sabbattage auf, er wollte lesen. Da wurde ihm, Vers 17, das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Jesaja 61, Vers 1 und 2, liest nun unser Heiland. Der Geist des Herrn ist bei mir darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu helfen den zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich und alle Augen, die in der Schule waren, sahen auf ihn. Er tat das Buch zu. Welches Buch? Das Buch des Propheten Jesaja. Worin? Mitten im Textwort. Unser Heiland unterbricht den Jesaja-Text von Jesaja 61. Und jetzt will ich mal den originalen Text vorlesen. Jesaja 61, Vers 1, der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie ihnen geöffnet werden, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Traurigen. Das gehört noch dazu. Aber das steht in Lukas 4 nicht. In Lukas 4 bricht unser Heiland ab, zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Punkt. Er macht das Buch zu, mitten im Text. In Wirklichkeit geht der Text, Jesaja 61, Vers 2 weiter, und einen Tag der Rache. Stopp, kommt keine Rache. Was kommt? Es kommt das gnädige Jahr des Herrn, das angenehme Jahr des Herrn, das Jubeljahr. In Israel wurde alle 50 Jahre das Jubeljahr geweiht. Jeder Gefangene wurde frei, jeder Sklave wurde frei, jeder Verarmte bekam sein Hab und Gut wieder. Das war das Jubeljahr. Und das überträgt der Heiland aufs Geistliche und sagt, es kommt jetzt, ich sage es von unserer Sicht aus, für die nächsten 2000 Jahre keine Rache, kein Gericht. Jetzt kommt das Jubeljahr. Jetzt dürft ihr jubeln und singen, welch Glück es erlöst zu sein. Ihr verlorenen Sünder bekommt das himmlische Erbe, das der Adam da unter dem Baum der Kenntnis von Gut und Böse verloren hat. Jetzt kommt das gnädige Jahr des Herrn. Jetzt kommt die angenehme Zeit. Jetzt kommt die Gnadenzeit. Keine Rache, kein Gericht. Er tut das Buch zu. In der Synagoge Nazareth, Lukas 4, Vers 20, tut er das Buch zu. In Offenbarung Kapitel 6, Vers 1 tut er das Buch auf. Welches Buch? Das Gerichtesbuch. Und warte, das Gerichtesbuch her, er hat es aus der Hand des allmächtigen Gottes. Da lesen wir in Offenbarung 5, ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Throne saß, ein Buch beschrieben, inwendig und auswendig versiegelt mit 7 Siegeln. Was ist das für ein Buch? Das Gerichtesbuch. Und niemand im Himmel und auf Erden wurde würdig gefunden, das Buch zu öffnen, noch seine Siegel zu brechen. Und Johannes weint, dass keiner würdig ist. Offenbarung 5, Vers 5 sagt einer der Ältesten, weine nicht, es hat überwunden der Löwe aus dem Geschlechte Judas, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und zu brechen seine Siegel. Und wer ist dieser Löwe aus Juda? Vers 6, das Lamm Gottes ist würdig, das Buch zu öffnen. Warum? Weil das Lamm Gottes am Kreuz von Golgatha das Gericht für die Sünden der Sünder getragen hat. Und dieses Lamm Gottes darf jetzt das Gerichtesbuch auftun, weil er für die Sünden gerichtet ist. Und nur er, der Gerichtete, bringt jetzt das Gericht über die Welt. Und darum lesen wir Offenbarung 6, Abvers 1. Ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat. In der Synagoge zu Nazareth wird das Gerichtesbuch zugetan. Mitten im Jesaja-Text wird abgebrochen. Keine Rache, kein Gericht, nur Gnade für die Welt. Die Gnadenzeit ist vorbei. Der Sohn Gottes nimmt im Himmel das Gerichtesbuch vom Vater in die Hand. Offenbarung 6 beginnt er aufzutun, das Gericht.
Und von Offenbarung 6 bis Offenbarung 19, ihr Lieben, kommt Gericht über diese Welt, Gericht, Gericht, Gericht über die Menschen, die nicht an den Sohn Gottes geglaubt haben. Tja, ihr Lieben, ist das nicht eine Selbstverständlichkeit für die glaubende Gemeinde? Meint ihr, dass der Jesus nach der Hochzeit seine Brautgemeinde im Himmel lässt? Haben wir nicht so oft schon auch in dieser Woche gehört, wer überwindet, wird ihm mit ihm auf dem Throne sitzen? Schreibt nicht Paulus im 2. Timotheusbrief, wenn wir mit ihm gelitten haben, werden wir mit ihm herrschen? Steht nicht in der Bergpredigt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen? Wie viele Stellen haben wir im Neuen Testament, dass die glaubende Gemeinde mit dem Sohne Gottes regieren und die Welt richten wird? Aber wenn der Herr Jesus wiederkommt, um die Welt zu richten, muss ja die Gemeinde irgendwann vorher entrückt worden sein, damit sie wiederkommen und mit dem Herrn die Welt richten kann. Lesen wir das nicht in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 2 und 3. 1. Korinther 6, Vers 2 und 3. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Ja, das sind wir doch die Heiligen, oder? Wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Da steht also 1. Korinther 6, Vers 2 und 3. Wann ist denn dieses Gericht, dass die Heiligen die Welt und die Engel richten werden? Nun in Offenbarung 19, Vers 11, wenn der Herr wiederkommt mit seinen Heiligen als König aller Könige, als Herr aller Herrschaften, wie es wörtlich heißt. Der Herr aller Herrschaften, er kommt wieder. Und die Gemeinde kommt mit ihm und sie richtet mit ihm. Warum? Weil sie zuvor im Glauben das Gericht von Golgatha für sich persönlich in Anspruch genommen hat, weil sie begnadigt, weil sie erlöst ist, weil sie Christi Blut und Gerechtigkeit hat, weil sie mit Christus, vor Gott bestehen kann. Nun kommen sie wieder, der Herr und seine Gemeinde und sein Volk. Und nun wird gerichtet. Weltvollendung bedeutet Gericht. Als erstes geht das Gericht über den Antichristen, der in Offenbarung 19, Vers 19 beschrieben wird als das Tier. Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Was heißt das? Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Menschlichkeit ohne Göttlichkeit wird zur Tierhaftigkeit. Und hier wird mit dem Tier, dem Antichristen, der Mensch ohne Gott beschrieben, der zum Tier herabgesunken ist. Die Weltenherrscher sind wie Raubtiere. Hitler war ein Raubtier, Napoleon war ein Raubtier, Nero war ein Raubtier, Stalin war ein Raubtier, Alexander der Große, ein Raubtier. Das Tier, der Antichrist wird hier als Tier bezeichnet. Wir können jetzt nicht über den Antichristen sprechen, ich deute das nur an. Das ist der Mensch, die Menschheit ohne Gott, wird zum Tier. Der Esel kennt seinen Herrn und der Ochse kennt auch die Krippe seines Herrn. Aber der Mensch ohne Gott kennt Gott nicht. Er sackt herunter unter Ochse und Esel. Er wird zum Raubtier. Und dieses Tier ist mit den Königen und mit ihren Hieren versammelt. Das heißt, der Antichrist mit seinen Vasallenkönigen sammelt die ganze Welt, natürlich dort in Jerusalem, von Hamagedon aus, Megiddo bis Jerusalem. Dort kommt er wieder auf dem Ölberg. Und der falsche Prophet ist auch dabei. Und jetzt erdreistet sich der Antichrist, so voller Dämonie ist er, gegen den wiederkommenden Herrn Jesus Christus und gegen das Heerlager der Heiligen zu ziehen. Und nun lesen wir hier in Vers 20, das Tier wurde gegriffen und mit ihm der falsche Prophet. Lebendig wurden diese beiden geworfen in den Feuerpfuhl, das heißt wörtlich in den Feuersee. Luther übersetzt immer Feuerpfuhl, der mit Schwefel brannte. Die anderen wurden erwürgt mit dem Schwerte des, der auf dem Pferde saß, das aus seinem Munde ging, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Erster Akt, von dannen er kommen wird zu richten, die Lebendigen. Artikel 2 unseres Glaubensbekenntnisses. Von dannen er kommen wird zu richten, die Lebendigen und die Toten. Das ist der nächste Teil. Von dannen er kommen wird zu richten die Lebendigen. Er richtet den Antichristen, den falschen Prophet und das ganze antichristliche Heer.
Die Wiederkunft Jesu zur Weltvollendung bringt also das Antichristliche, das Sündige, das Dämonische, das Ungöttliche mit einem Schlag aus der Welt, mit dem Hauch seines Mundes. Es heißt hier mit dem Schwerte des, und das Schwert geht ja aus seinem Mund, haben wir eben gelesen, in Vers 15. Aus seinem Munde geht das scharfe, zweischneidige Schwert mit dem Hauch seines Mundes. So allgewaltig ist der wiederkommende Herr. Vernichtete den Antichristen mit den Millionen und Milliarden von gottlosen, dämonisierten, antichristlichen Menschen. Es heißt hier, die das Mahlzeichen angenommen haben und die verführt wurden durch das Bild des Tieres. Lebendig wurden diese beiden geworfen in den Feuersee. Die anderen werden auf dieser Erde getötet. Das heißt ja etwas früher in Offenbarung Kapitel 14, was die Schriftausleger, was ihnen große Schwierigkeiten bereitet. Ich habe ernsteste Brüder gesprochen und mich gewundert, dass sie nicht den Mut hatten, das so zu predigen, wie es steht. Offenbarung 14, Vers 20. Und die Kelter wurden draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde durch 1600 Feldwegs. 1600 Stadien. Ein Stadion hat 185 bis 192 Meter. Mal 1600 sind 300 Kilometer. Und wo findet das statt? Offenbarung 16, Vers 16. Er hat sie versammelt an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Har Magedon. Har ist der Berg und Magedon kommt von Megiddo. Und Megiddo heißt Ort der Truppen. 20 Ausgrabungsschichten auf dem Hügel Megiddo. Eine Truppenstadt seit 4.000, 5.000, 6.000 Jahren. Und dort zieht der Antichrist an diesem Berg von Megiddo. Megiddo liegt an einem Berg, an dem Ausläufer des Karmel. Der Karmel kommt 35 Kilometer vom Mittelmeer herüber und endet dort in der Jezreel-Ebene. Und da genau, wo dieser Berg Karmel endet, dort liegt Megiddo, Harmagedon. Und die Hälfte von diesen 300 Kilometern, von diesen 1600 Stadien, ist von Megiddo nach Jerusalem genau 150 Kilometer. Im Umkreis, im Zirkel von 150 Kilometer, zusammen gibt das 300 Kilometer, kommen sie bei dieser fürchterlichen Schlacht um, die in Offenbarung 19 beschrieben wird, durch das Schwert, das aus seinem Munde ging und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Und sie kommen um und das Blut der Erschlagenen geht den Pferden bis an das Zaumzeug, 1,5 Meter hoch. Und wer den Mut nicht hat, das auszulegen, ihr Lieben, und das öffentlich auszusprechen, wie ich es heute Morgen tue, der mindert das Erlösungswerk von Golgatha herab. Der Heiland, der am Kreuz von Golgatha sein Blut für uns vergossen hat, sein heiliges Blut als sündloser Sohn Gottes, hat der Welt 2000 Jahre lang Gnade gegeben, an ihn, den Erlöser, zu glauben, der im Lande Israel vor den Toren Jerusalem sein Blut vergossen hat. Und wer diese Gnade im Blute des Sohnes Gottes nicht will, der bekommt genau in dem Lande Israel, wo unser Heiland starb, das Gericht, dass der Gottlose in seinem eigenen Blut ertrinkt, in dem Lande Israel, wo der Heiland einmal sein Blut für uns Gottlose vergossen hat. Es gibt ja welche, die legen Harmagedon ganz anders aus. Ich schätze die Brüder sehr, aber ich gehe mit ihnen absolut nicht einig. Absolut nicht. Ich lese jetzt fast 30 Jahre die Bibel. Manchmal Tag und Nacht. Und immer bewege ich das Wort Gottes. Und immer stehe ich mit meinem Geist genau. Ich kann jetzt die Augen zumachen. Kann mit euch durch bis nach Harmagedon fahren. Bis auf den Meter kann ich reinfahren und sagen, Bus, stopp, jetzt sind wir da. Ich weiß, was Megiddo, ich weiß, was Harmagedon bedeutet. Dass dort in der Ebene Jezreel liegt. Eine Ebene, die 85 mal 50 Kilometer groß ist. 85 Kilometer lang ist die Ebene Jezreel und 50 Kilometer breit zwischen den Bergen von Nazareth bis runter nach Dothan, wo sie den Josef nach Ägypten verkauft haben. Da fangen die Berge von Samaria an. So riesengroß ist diese Ebene. Und diese Ebene ist das Aufmarschgebiet des Antichristen. Und dort wird diese furchtbare Schlacht stattfinden, die sie bis nach Jerusalem hinzieht, wo die Erschlagenen im Umkreis von 150 und 150 Kilometer um Jerusalem herum in ihrem eigenen Blut ertrinken werden, weil sie das Erlösungsblut von Golgatha, von Jerusalem, nicht angenommen haben. Das ist also der erste Teil der Weltvollendung. Von dannen erkommen wird zu richten die Lebendigen. Erst richtet er die Lebendigen und dann kommt, er richtet die Toten.
aufgefahrenen Himmel sitze zur Rechten Gottes des Vaters, wann dann er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten. Und jetzt lesen wir, wie die Toten gerichtet werden. Offenbarung 20 ab Vers 1. Ein Engel kommt vom Himmel, irgendein Engel, und bindet den Satan für 1000 Jahre. Er wird in den Abgrund getan. Abgrund ist das griechische Wort Abyssos. Abyssos ist der Aufenthaltsort der gefallenen dämonischen Mächte. Dort wird der Satan für 1000 Jahre gebunden, Vers 1 bis 3. Also irgendein Engel kommt. Warum? Weil der Satan auf Golgatha so besiegt ist, hat unser Heiland mit dem Satan nichts mehr zu tun. Der Satan ist in alle Ewigkeit ein besiegter Feind. Ganz entgegen dem, was die Allversöhnung sagt. Total entgegen dem, was die Allversöhnung uns weismachen will, dass zum Schluss sogar noch der Teufel selig wird. Der Satan ist und bleibt in alle Ewigkeit ein besiegter Feind. Und er ist so besiegt, dass in Offenbarung Kapitel 12 der Erzengel Michael ihn auf die Erde wirft, dass hier irgendein Engel, Kapitel 20 Vers 1, irgendein Engel kommt vom Himmel und bindet den Satan. So besiegt und so schwach ist der Satan geworden. Und dann lesen wir in Vers 10, der Teufel, der sie verführte, ward geworfen. Steht gar nicht mehr dabei, wer wirft. Ward geworfen in den Feuersee. Irgendein Engel, irgendein Mensch kann den Satan in den Feuersee werfen. So hat der Sohn Gottes den Satan besiegt und verdammt in alle Ewigkeit. Das heißt hier in Matthäus 25, 41, geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, was dem Satan bereitet ist und seinen Engeln. Nachdem der Satan nun erstmal für 1000 Jahre gebunden ist, heißt es Vers 4, und ich sah Stühle, Throne, sie setzten sich darauf, ihnen wurde das Gericht gegeben. Schon wieder Gericht. Wenn der Herr wiederkommt, wird gerichtet. Wer sitzt denn nun auf diesen Thronen? Steht hier nicht. Legen wir aber die Bibel durch die Bibel aus, sind es die Heiligen aus 1. Korinther 6, die die Welt und die Engel richten werden. Und nun gibt es eine Totenauferstehung, die genannt wird die erste Auferstehung, dass all die, die enthauptet sind, die Seelen, um des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes willen, die das Tier, den Antichristen und sein Bild nicht angebetet haben, die sein Mahlzeichen, die Zahl 666, weder auf Stirn noch Hand genommen haben, die werden mit Christus regieren 1000 Jahre. Man muss also hier sagen, hier sind spezielle Märtyrer, gewiss Tausende, die alle in der antichristlichen Zeit umgekommen sind, weil sie den Antichrist nicht anbeten wollen, die werden mit Christus regieren 1000 Jahre. Und jetzt gibt es eben Schwierigkeiten, dass manche meinen, aber hier steht doch geschrieben, dies ist die erste Auferstehung, Vers 6. Selig ist und heilig der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht mehr. Ja, aber ihr lieben Geschwister, man muss doch unterscheiden. Hier geht es doch ständig um Gericht, um Gericht, um Gericht, um Gericht. Er kommt zu richten, die Lebendigen und die Toten. Und in diese Gerichtssituation hinein gibt es hier aus dem Gericht heraus eine Auferstehung. Für die, die den Antichrist nicht angebetet haben. Wir als Gemeinde Jesu gewiss, wir gehören auch im weitesten Sinne in die erste Auferstehung hinein. Aber wir haben doch eine Auferstehung zur Entrückung. Seht einmal, wir haben in dieser Woche überhaupt nicht über die Entrückung sprechen können, weil unsere Themenstellung ganz anders ist. Ich kann eine ganze Woche mit euch über die Entrückung sprechen. Die Gemeinde Jesu ist doch aus dem Gericht herausgenommen, weil der Heiland das Gericht auf Golgatha getragen hat. Wer an den Sohn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, der ist gerichtet und der Zorn Gottes bleibt über ihm, lesen wir im Johannesevangelium. Hier ist eine erste Auferstehung gemeint, heraus aus diesen schrecklichen Gerichten. Und dann? Tja, dann regieren sie mit ihm 1000 Jahre. Jetzt müssten wir noch eine Bibelstunde anhängen über das 1000-jährige messianische Friedensreich. Jesaja 11, Psalm 72, Psalm 2, Psalm 45, Jesaja 65. Das Alte Testament ist ja voll davon, wie das messianische Friedensreich sein wird. Hier wird es nur 6-mal immer wieder gesagt, 1000 Jahre, 1000 Jahre, 1000 Jahre. Und nachdem diese herrliche Zeit vorüber ist, wird der Satan noch einmal losgelassen, um die Menschen zu prüfen. Und siehe da, die Menschen, die 1000 Jahre Frieden und Wohlergehen auf dieser Erde hatten, viele von ihnen haben sich nur oberflächlich bekehrt. Fleisch bleibt Fleisch. Auch durch die Veränderung der äußeren paradiesischen Lebensverhältnisse auf dieser Erde ist der Mensch nicht zu ändern.
Der Mensch ist nur zu ändern, wenn er aufrichtig Buße tut vor seinem Heiland, der am Kreuze starb. Darum heißt es hier in der Bibel, der Satanas wird los, er geht aus, sie zu verführen an den vier Enden der Erde, Vers 8. Und eine riesige Menschenmasse wie der Sand am Meer lässt sie verführen. Nicht alle, aber ein großer Teil. Nach 1000 Jahren Paradies, so schlecht ist der Mensch, lässt sich der Mensch vom Satan wieder verführen. Und nun heißt es hier, sie erzogen herauf auf der Breite der Erde, umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt Jerusalem. Der Herr ist mit den Seinen in Jerusalem. Wir werden alle noch einmal in Jerusalem sein, im verklärten Zustande als Gemeinde Jesu. Feuer von Gott fällt aus dem Himmel und verzehrt sie. Der Teufel, der sie verführte, wird geworfen in den feurigen Pfuhl. Und dann? Tja, ihr Lieben, da kommt Vers 11. Ich sah einen großen weißen Thron. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern. Gericht. Die ganze Offenbarung ist Gericht. Die Gnadenzeit ist jetzt. Die 2000 Jahre, in denen wir leben, von Golgatha bis heute, ist Gnadenzeit. Ihr Lieben, wenn der Herr wiederkommt, ist Gericht. Für uns ist Entrückung. Ja, wir gehen in den Himmel. Israel wird erlöst und den König erkennen. Aber nur das Israel, was die große Trübsal überlebt. Der Überrest. Und für die andere Welt, für die dämonisierte antichristliche Welt, Gericht, Gericht, Gericht. Offenbarung 20, 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht floh Erde und Himmel. Ihnen wurde keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch zur Kontrolle wird aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet. Keine Gnade mehr. Die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen am jüngsten Gericht als Kapernaum, als Chorazin und Bethsaida. Der Heiland hat in Kapernaum die größten Wunder getan und sie haben sich nicht bekehrt. Hätte der Heiland die Wunder in Sodom und Gomorra getan, die Leute hätten sich bekehrt. Das bedeutet, es gibt einen Gradunterschied in der Verdammnis der Verdammten. Je mehr Licht und je mehr Gnade einer hatte und hat jetzt Licht und die Gnade abgelehnt, umso größer ist sein Gericht. Und bis auf den heutigen Tag sieht man diese Gerichtesspuren in Kapernaum. In Kapernaum schreien die Steine. Im Alten und Neuen Testament und im Talmud zusammen hat es in Israel ungefähr 230 Orte gegeben in der Bibel. Und was so an Orten aus der Umwelt der Bibel bekannt ist, Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, schreibt darüber. Und heute hat man in Israel 800 Orte aufgebaut, entweder die alten Orte oder ganz neue Orte. Aber nicht Kapernaum, aber nicht Chorazin, aber nicht Bethsaida. Im Jahre 1926 hat ein gewisser Franziskanermönch mit Namen Orfali aus Nazareth versucht, Kapernaum aufzubauen. Als er die ersten Steine aufgesetzt hatte, ist er mit dem Motorrad verunglückt und war tot. Und dann haben die einheimischen Mitarbeiter gesagt, wir rühren keinen Stein mehr von Kapernaum an. Hier hat der Heiland gesagt, Kapernaum wird verdammt bis in das unterste Totenreich, bis ins Hades, Luther besetzt, bis in die Hölle. Erst in den Himmel erhoben und dann bis in die Hölle. Wenn man heute nach Kapernaum kommt, ja, da steht so ein steinernes Gebäude, da wohnen ein paar Mönche drin oder ein paar arabische Mitarbeiter. Und da sieht man ein wohl zusammengesetztes, für Touristen hergerichtetes Ruinenfeld. Das gleiche ist in Chorazin, das gleiche ist in Bethsaida. Trümmer, zusammengesetzte Trümmer. Gibt es dort kein arabisches Dorf? Nein. Gibt es dort keinen israelischen Kibbutz? Nein. Gibt es dort keine israelische Stadt, die da heißt Kwanachum? Kapernaum, Kwanachum, Hebräisch. Dorf des Trostes. Quar ist das Dorf und Nachum ist der Trost. Quar Nachum, das Dorf des Trostes. Gibt es in Israel kein Dorf, das Quar Nachum heißt? Nein. Es gibt andere Dörfer genug. Quar Tabor liegt unterhalb des Berges. Aber es gibt genug Dörfer, die mit Quar anfangen. Aber Kapernaum, Ruinen.
warum es gibt einen Gradunterschied der Verdammnis. Kapernaum, Chorazin und Bethsaida, bis in die unterste Hölle abgestoßen. Könnt ihr nachlesen, Matthäus 11. Matthäus 11, Abvers 20. Und wenn hier geschrieben steht, gerichtet nach der Schrift in den Büchern, gerichtet nach ihren Werken, dann wird Kapernaum und Sodom und Gomorra, die werden alle verloren sein und gerichtet. Aber Kapernaum wird mehr gerichtet. Und Sodom und Gomorra, dem wird es erträglicher gehen. Da sieht man den Gradunterschied des Gerichtes. Und die Menschenfresser in Südamerika, die werden erträglicher am jüngsten Gericht davonkommen als die Kulturvölker Europas, besonders das deutsche Volk. Das wird gerichtet. Das Volk, das seit fast 2000 Jahren das Evangelium hatte, aus dem ein Dr. Martin Luther kam. Die Reformation fing in Deutschland an. Ein Volk, aus dem der Pietismus kam. Ein Volk, aus dem die Erweckungen kamen. Und was ist mit diesem Volk geworden? Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen am jüngsten Gericht als Deutschland. Wenn ich an Deutschland denke bei Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht. Dann kann ich keine Augen schließen, dann lasse ich meine Tränen fließen. Das ist ein Wort. Was ist aus Deutschland geworden? Ein Verbrecherstaat. Ein Hurenstaat, ein Mörderstaat. Das Antichristentum erhebt frech sein Haupt. Von der höchsten Höhe der Politik bis hinein in das persönliche Leben der sogenannten Bundesbürger. Und wenn der Herr richten wird, es wird ein schreckliches Gericht über die ergehen, die keine Buße getan haben. Sie wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern. Das ganze Leben der Menschen ist in den Büchern aufgezeichnet. Das Meer gab die Toten, das Totenreich gab die Toten, der Tod gab die Toten. Sie wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Der Tod und das Totenreich wurden geworfen in den Feuersee. Das ist der andere Tod. Und so jemand nicht ward gefunden, geschrieben in dem Buche des Lebens, er ward geworfen in den Feuerfuhl. Der andere Tod. Offenbarung 21, Vers 8, deren Teil, deren Los, deren Erbteil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der andere Tod. Im Griechischen steht Deuteros Thanatos, der andere Tod. Deuteros, der andere, Thanatos, der Tod. Wir kennen das Wort aus, Euthanasie. Euthanasie heißt auf Griechisch schöner Tod. Kommst eine Spritze als Geisteskranker, dann bist du tot. Euthanasie, Thanatos ist der Tod. Deuteros Thanatos, der andere Tod. Heißt das wirklich im Deutsch der andere? Nein. Wörtlich übersetzt heißt Deuteros wiederum Tod. Wir kennen das aus dem 5. Buch Mose, Deuteronomium. Wiederum das Gesetz. Nomos, das Gesetz, Deuteros wiederum. 5. Buch Mose, Deuteronomium, wiederum das Gesetz. Deuteros Thanatos, wiederum der Tod. Wie lange? In alle Ewigkeit. In alle Äonen. Kommt man aus diesen Äonen heraus? Nie mehr. In die Äonen der Äonen hinein. Deuteros Thanatos, wiederum Tod, wiederum Tod, wiederum Tod, wiederum Tod. In alle Ewigkeit, wiederum Tod. Steht überhaupt nicht da, dass wir von einem Äon in den anderen Äon kommen und nach der Meinung der Allversöhnung an irgendeinem Äon kommen dann die Verdammten aus dem äonischen Feuer mal heraus. Das steht da gar nicht. Was in unseren Luther-Übersetzungen steht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zum Beispiel Offenbarung 20, Vers 10 zum Schluss. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, das steht da gar nicht. Da steht wörtlich in die Ewigkeiten der Ewigkeiten hinein. Eis, tus, aionas, ton, aionon. Mehrzahl, zweimal die Mehrzahl. In die Ewigkeiten der Ewigkeiten hinein. Das heißt ja gar nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt ja gar nicht von Äon zu Äon.
und nach irgendeinem Äon kommen die Verdammten mal in den Himmel. Nein, steht da gar nicht. Gott lebt in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Die Erlösten sind bei Gott in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Wir haben ein Leben, ein ewiges Leben, das da währt in die Ewigkeiten der Ewigkeiten hinein, ohne Ende. Und so lange ist die Verdammnis der Verdammten in die Ewigkeiten der Ewigkeiten hinein. Da wurde geworfen in den feurigen Pfuhl, Deuteros Thanatos, der andere Tod, wiederum in die Ewigkeiten der Ewigkeiten hinein, ohne Ende in die Ewigkeiten hinein, der andere Tod. Und dann? Tja, ihr Lieben, dann ist das Gericht zu Ende. Dann betreten wir Offenbarung 21, Weltvollendung. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Dort gibt es keine Sünde und kein Tod. Die letzten beiden Kapitel der Bibel sind ohne Sünde. Genauso wie die ersten beiden Kapitel der Bibel. 1. Mose 1 und 2, Gott hat die Welt herrlich ohne Sünde geschaffen. Ihr lieben Geschwister, die Sünde kommt in die Welt in 1. Mose 3 durch den Sündenfall. Von 1. Mose 3 bis Offenbarung Kapitel 20 ist der Kampf Gottes gegen die Sünde, um dich und um mich, um den Menschen, um deine und meine Seele. Und dieser Kampf ist mit dem jüngsten Gericht Offenbarung 20, Vers 15 abgeschlossen. Offenbarung 21, Vers 1, keine Sünde mehr, kein Tod mehr, ein neuer Himmel, eine neue Erde, das himmlische Jerusalem, für den, Vers 7, der überwindet. Und wen treffen wir im himmlischen Jerusalem? Vers 9 zum Schluss, die Braut des Lammes. Du und ich sind wir als Gemeinde Jesu. Und wen treffen wir im Himmel noch? Vers 12, auf den Perlentoren des himmlischen Jerusalem stehen die Namen der 12 Geschlechter der Söhne Israels. Der Söhne Israels? Nicht die Namen, die Tag für Tag in den Massenmedien genannt werden? Nein, die Namen vergehen alle. Auf den Perlentoren des himmlischen Jerusalem stehen die Namen der 12 Geschlechter der Söhne Israels. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Issachar, Sebulon, Josef, Benjamin. Das steht auf den Perlentoren zum Anzeichen, das erlöste Israel ist da. Vers 24, die Heiden, die selig werden, wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden bringen ihre Herrlichkeit in diese himmlische Stadt Jerusalem. Die Heiden, die selig werden, sind da. Alle sind sie da im Himmel. Die Braut des Lammes, die erlöste Gemeinde. Das erlöste Israel, die 12 Stämme. Von Ruben bis Benjamin. Oder besser gesagt, die Erlösten aus Israel. Vers 24, die Heiden, die selig werden, besonders im messianischen Friedensreich, werden noch viele Heiden selig werden. Sie sind alle da. Alle sind sie da und preisen das Lamm Gottes. 22, Vers 4, sehen sein Angesicht, sein Name wird an ihren Stirnen sein. Vers 5 zum Schluss, sie werden mit ihm regieren in die Ewigkeiten der Ewigkeiten hinein. Wieder wohl Luther übersetzt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Steht wörtlich in die Ewigkeiten der Ewigkeiten ein. Alle Erlösten sind im Himmel, aus allen Epochen, die Erlösten des Alten Bundes, die Erlösten des Neuen Bundes. Alle Erlösten sind beim Herrn. Weltvollendung, für wen? Für dich und für mich. Bist du auch beim Herrn? Wenn der Herr die Menschheit vollendet hat, dann hat er auch die Welt vollendet. So wie ein Vater mal seinem Kind eine Zeitung gab und sagte zu dem Kind, großes Blatt mit Reklame, mach doch mal hier diese Weltkugel zusammen. Hat das in verschiedene Teile geschnitten. Nach ganz kurzer Zeit kam das Kind wieder und sagt, guck mal Papa, ich habe die Weltkugel zusammen, schön zusammengeklebt. Da sagte Papa, wie ist das möglich in der kurzen Zeit? Ganz einfach, auf der Rückseite war ein Mensch. Ich habe auf der Rückseite den Menschen zusammengesetzt, dann habe ich das Bild umgedreht, dann war die Weltkugel auch zusammengesetzt. Wenn Gott die Erlösung des Menschen, der Menschheit vollendet hat, dann ist auch die Welt vollendet. Denn die Welt ist geschaffen um des Menschen willen. Und der Mensch ist geschaffen um Gottes willen. Und Gott hat den Menschen durch den Herrn Jesus erlöst um seinetwillen. Und dann sind wir am Ziel. Dann wird in der biblischen Weise sein, Gott alles in allem. Werden wir dabei sein?
Ihr Lieben, das ist die letzte ernste Frage am Schluss dieser Bibelwoche. Werden wir dabei sein?